It's Mr. Smith. Das ist richtig. Mein Name ist Bernie Gator. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal der Whisky Reisen und Geschichten Manufaktur. Und in dieser Episode und in den folgenden werden wir unserem Kanalslogo wirklich gerecht. Vor uns liegt ein Flug nach Dublin, 2200 Kilometer kreuz und quer durch Irland, jede Menge Whisky-Destillerien, ein paar Schlösser, ein paar Buden, ein paar Ruinen, jede Menge Regen, hoffentlich ein bisschen Sonne und Antwort auf die Frage, ist Ireland auch Smith und Meyerland? Und um diese Frage zu beantworten, hat Mr. Smith 15 Kilo Audio mitgebracht und ich einen ganzen Rucksack voll Drohnen und Kameras und GoPros und Gimbals. Oh, hopp, we go! So, mittlerweile sind wir in Dublin angekommen. Leider hatte unser Flug eine Stunde Verspätung. Nächster Stop ist jetzt die Taschenausgabe und dann unser Leihauto Henny. And I will walk 500 miles. Okay, das war's. Wir haben unser Gepäck, wir haben den Autoschlüssel. Wir müssen jetzt nur schnell auf den Shuttlebus springen. Die bringen uns zu unserem Auto. This is for yourself. Will you have your vehicle? I'm just going to get to the waiting side first. There's only two of them. Hey, how are you doing? Wir sind endlich in Dublin gelandet und haben unser Auto und anstelle von einem Cash Quay oder Cash Kai oder wie auch immer das Ding heißt, haben wir einen VW Tiguan in weiß ausgefasst. Was ziemlich cool ist. Der nächste Stopp dürfte dann Trinity College sein, wo wir heute übernachten.
Ich hatte ja keine Ahnung. Bis zum Zentrum ging es ja noch halbwegs, aber die letzten 3,5 Kilometer dauerten unbeschreibliche 2 Stunden lang. Und dass wir ab sofort Linksverkehr hatten, war nur ein Fürzchen im Schneesturm. Trinity College grenzt an den Bezirk Temple Bar, Dublins Hotspot in der Nacht, und es war eine Freitagnacht. Zu allem Überdruss fand auch noch ein Spice Girls Konzert statt und zum totalen Verkehrsinfarkt kamen noch 3 Millionen wahnsinnige Fans, Studenten und feiernde Iren, Fahrradfahrer und Betrunkene. Unser Navi schickte uns kreuz und quer um die Häuserblocks. Dublin scheint ausschließlich aus Einbahnstraßen zu bestehen. Und immer wenn wir abbiegen hätten sollen, war das nicht erlaubt und die Route verlängerte sich um weitere 4 Kilometer. Es war zum Verzweifeln. Irgendwann fanden wir dann einen Park, der zum College zu gehören schien, ließen unser Auto einfach zurück und gingen zu Fuß durch die Nacht über den Campus, wo wir glücklicherweise auf ein paar Studenten mit Bier trafen, die uns zu einer Rezeption brachten, wo wir um 0.20 Uhr, 10 Minuten bevor sie zusperrten, aufschlugen und die uns dann mit dem Auto quer durch den Campus zu unserem Zimmer brachten. Ende Gelände. Guten Morgen, hier aus der Mitte von Dublin. Wir haben die Nacht im Trinity College verbracht. Sensationell, in einer richtigen Studentenbude. Es war nicht ganz leise hier, denn wir sind an der Grenze zum Bezirk Temple Bar. Das ist so die Fahrmeile von Dublin und es sind die ganze Nacht irgendwelche Studenten nach Hause gekommen, die gelacht haben, aber das ist halt so, wenn man in einem College übernachtet. Heute steht auf dem Programm die Great Northern Distillery und Coolies, glaube ich. Und danach fahren wir ganz in den Norden, sofern wir unser Auto wiederfinden, weil wir morgen den Giant's Causeway und Bushmills anschauen. Aber zuallererst pfeifen wir uns jetzt mal ein richtiges irisches Frühstück rein und dann suchen wir unser Auto. Und los! Look who it is! Alter Scheißhaufen, oder? Das ist anscheinend eine Ladezone, das haben wir nicht gesehen. Und wie wir zurückgekommen sind nach der Bow Street, war das Ding an unserem Auto dran. Das Witzige ist, die Webseite hier ist temporarily unavailable. Bei der Telefonnummer hebt dann ein Automat ab und wir haben 80 Euro überwiesen und innerhalb von einer Stunde nehmen die das Ding wieder weg. Hoffen wir zumindest. Endlich wieder in Freiheit, etwas übermüdet, dem Zeitplan hinten nach, aber bis oben hin voll mit Cholesterin, machten wir uns auf den Weg zur ersten Destillerie unserer Reise. Wir verließen Dublin, das uns den Start nicht gerade leicht gemacht hatte, trotzdem guter Dinge, im Wissen auch unerwartete Situationen meistern zu können. Und es sollte nicht lange dauern, aber dazu später. In der nächsten Episode machen wir eine Reise durch die fantastische Geschichte vom Aufstieg und Fall des Irish Whiskey. Und wir lernen, warum man ihn in Irland mit einem E vor dem Y schreibt. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whiskey interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an. Oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch.
Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.